Meine erste Begegnung mit Lucia liegt sehr lange zurück. Da war ich Anfang 20 und habe gedreht mit Thomas Brasch einen Film Engel aus Eisen. Und das war eine Geschichte, die wir in der Berliner Luftbrücke spielte, zwischen einem jungen Kriminellen und dem Henker von Berlin in Ost- und West-Berlin. Und es gibt dann eine Mordszene, die sehr viel mit Zögern wie bei Hamlet zu tun hat, wo jemand erschossen werden soll. Und bis es dahin kommt, dieses Zögern, war untermalt mit der Wahnsinnsarie von Lucia di Lammermoor. Und dadurch habe ich in der Vorbereitung mit Thomas Brasch gemeinsam, ich weiß nicht, bestimmt 50 Mal diese Wahnsinnsarie von Maria Callas gehört. War immer etwas entnervt beim Hören, wenn irgendeine Tenorstimme dazwischen kam. Weil ich wollte unbedingt nur noch diese engelsgleiche Stimme der Callas hören und wusste damals noch gar nichts über die Handlung. Und als dann dieses Angebot hier kam von Schirmer, war ich sehr erfreut. Und da bin ich auch erst eingetaucht in den Roman von Walter Scott und in die Oper, also in die Bearbeitung des Romans. Und weiß jetzt, wie reich diese Geschichte eigentlich auch ist, dass es eben nicht nur die Callas waren. Also eigentlich, wenn ich Opern inszeniere, das Erste ist die Musik. Und ich höre und höre und höre und höre immer wieder, das zieht sich dann meistens über so 3 Monate hinweg, dass ich immer wieder diese Musik höre und einfach auch versuche nachzuspüren in mir selber, was für Bilder das in mir auslöst und was für Gefühle. Und dann kommt die Arbeit mit dem Bühnenbildner und da ist dann die Frage, in was für eine Welt möchte ich reinkommen am Abend mit dieser Musik. Das gepaart mit den Bildern, die sich bei mir dann schon in irgendeiner Art und Weise zusammengesetzt haben. Und eins war mir klar, ziemlich von Anfang an, eben auch durch die Lektüre von Walter Scott, dass ich es nicht aus Schottland hinwegholen möchte. Und damit war auch eine andere Entscheidung sehr klar, nämlich, dass ich Männerbeine sehe, weil sie müssen Kilts tragen, die Männer. Naja, das Stück spielt ja in Schottland und wir haben es jetzt auch nicht ins Heute verlegt, sondern es spielt schon in Schottland und es gibt auch schottische Kostüme. Teilweise ist es ein bisschen neutraler, dunkler Raum, aber es gibt doch einige auch Landschaftsbilder, die an so eine romantische schottische Landschaft erinnern. Und die Kostüme sind jetzt nicht komplett im totalen Schottenlook gehalten, aber die ganzen Röcke und so weiter kommen doch vor. Wir haben ein Grundbild, das kleine Wechsel innerhalb des Bildes hat. Im Grunde bleibt es als Durchsteher stehen, aber wir wissen immer, dass wir an einem anderen Ort sind, dadurch, dass kleine Zitate von der Landschaft oder im Kamin oder sowas reinkommen. Und ich habe es auch sehr versucht, an die Rampe zu drücken, sodass die Sänger wirklich gut dafür stehen. Es gibt da ja einige Chorszenen, aber es ist doch so, dass das auch oft sehr intime kleine Zweier-Dreier-Szenen gibt. Und da finde ich es immer nicht so günstig, wenn das ein Riesenraum ist, sondern ich habe versucht, es möglichst weit nach vorne, dass man wirklich eine Konzentration hat auf die Sänger. Und trotzdem gibt es die Zitate von dem Mond und der Landschaft und diesem schottischen, auch romantischen Bild. Davon wird man schon auch einiges sehen. Äußerst positiv. Mit den üblichen Schwierigkeiten, die so ein Riesenrepertoirehaus mit sich bringt. Aber das wird wettgemacht, wirklich. Erstmal, das weiß ich ja schon länger, dass die Leipziger einfach sehr, sehr angenehme Leute sind und auch sehr freundlich und sehr offen. Aber es ist hier am Haus, bin ich sehr angenehm überrascht, auch durch den Chor, der sehr schnell und sehr diszipliniert ist. Und von den Sängern sowieso, da habe ich natürlich auch das große, große Vergnügen, dass alles Debütanten sind, inklusive mir, dass wir also gemeinsam diese Oper entdecken können. Das macht natürlich einen großen, großen Spaß aus auch, dass es also niemanden gibt, der sagt, nein, ich weiß aber, wie es geht. Wir wissen alle nicht, wie es geht und das ist auch was Schönes. Also wir sind auf Abenteuerreise.